Hallo, liebe Leute, hier ist Christian von Christians How to Plays, der mit dem Mut. Ich heiße euch willkommen und ich habe heute Johannes Riedel dabei. Grüß dich, Johannes. Hallo. Servus. Hi, Christian. Und so wie, angekündigt, startet das heute das erste Video einer Videoreihe, wo wir uns immer mal zusammen hinsetzen und über aktuelle Themen ein bisschen sprechen oder ja generell ein bisschen interaktiv sind. Ich würde einfach mal sagen, Johannes, stell dich mal einmal bitte vor, damit die Leute überhaupt wissen, wer du denn bist. Mhm, gerne doch. Also im Prinzip, ich persönlich bin aktuell im Bereich Filmmusik unterwegs. Ich bin Filmkomponist, spiele Schlagzeug in einer Rockband, Rock-Metal-Band. Und kenne den Christian tatsächlich von seinem Aufruf damals vom Videounterricht. Das war das erste Mal, wo ich ihm begegnet bin. Das war 2013, also seit 2013. Kenne ich ihn, hat einen echt guten YouTube-Kanal mit sehr hilfreichen Informationen, wo ich auch regelmäßig immer vorbeischaue und mir die Videos angucke. Ich persönlich habe eine kleine Sammlung an Gitarren und da ist es immer wieder toll, mal zu sehen, wenn ein Unboxing passiert. Man holt eine neue Gitarre aus der Schachtel raus. Ich find's geil, bin kein hundertprozentiger Gitarrist, aber geil ist es trotzdem immer. Ja, genau. Ne? Also dieser Hintergrund dieser Videos soll auch dazu da sein. Ihr werdet das hoffentlich sehen, dass ich noch andere Leute dann dazu hole, dass sie einfach mal so ein bisschen über sich sprechen. Und das soll heute auch erstmal das primäre Thema sein, dass Johannes so ein bisschen über seinen Werdegang halt spricht, weil ich das unheimlich spannend finde, wenn ich so Leute so wie ihn seit 2013 kenne. So alt war er damals noch nicht ganz. Ist ja jetzt immerhin 7 Jahre her. Ne? Tatsächlich, ja. Dann erzähl einfach mal ein bisschen, wie bist du zur Musik gekommen? Das mit dem, also ich bin totaler Fan von Filmscoring und von Soundtracks und deswegen fand ich es mega geil, dass du in dieser Richtung unterwegs bist. Und ich bin auch ein ganz kleines bisschen neidisch, wenn ich mir deinen YouTube-Kanal angucke, den schauen wir uns auch gleich nochmal kurz an, wie facettenreich das ist. Erzähl einfach mal ein bisschen. Also tatsächlich, ich persönlich liebe die Geschichte, wie ich zur Musik gekommen bin. Ich habe damals angefangen mit der Konsole, ich hatte eine Wii bei meiner Oma im Wohnzimmer und angefangen hat es tatsächlich damit, dass ich mir Guitar Hero gekauft habe oder vom Kollegen ausgeliehen habe und im Prinzip war es einfach, also es war ein Schlagzeug da, es war eine Gitarre da, man hat halt einfach gespielt und das waren dann auch die ersten Züge in Richtung Rock, weil ich es auch damals schon beim Spielen, ich fand es geil, hab's gezockt und es war einfach cool zu spielen und dann hat man ich persönlich schon die ersten Erfahrungen in Richtung mit der etwas härteren Musik und habe dann irgendwann, 2 Jahre später kam dann meine Mutter und hat gemeint, hey, soll mir denn nicht vielleicht mal wirklich ein Schlagzeug kaufen, was vielleicht Sinn macht, wenn ich die ganze Zeit in der Konsole 6 Stunden am Tag das Musikspiel mache. Hast du das Schlagzeug das gespielt oder hast du da die Gitarrensachen gespielt? Beides. Ah ja. Also ich fand's cool, Schlagzeug zu spielen, was relativ einfach war. Und dann habe dann irgendwann gedacht, okay, Gitarre macht aber bestimmt auch Spaß und habe mir dann die Gitarre dazu noch geholt und das im Prinzip ausprobiert. Und das waren dann so die ersten 2 Instrumente, wo ich dann erste Berührungskontakt damit hatte. Und tatsächlich war es dann wirklich so, ich habe ein Schlagzeug dann zum Geburtstag bekommen, 2 Jahre später. Und habe das da ging es dann erstmal los. Natürlich, ich weiß noch, in der Schule, bevor ich mit der Konsole angefangen habe zu spielen, im Musikunterricht, das war der totale Graus. Auch die Lehrerin kam immer her und hat gemeint, was machen wir denn mit dir? Das gibt's gar nicht. Weil so Sachen wie ein Vierviertel halten oder sowas, das ging halt komplett überhaupt gar nicht. Also quasi total unmusikalisch gewesen. Und das war ich hatte auch schon Schlagzeugschüler, wo ich sage, eigentlich ist Schlagzeug gar nicht das richtige Instrument für dich, weil du keinen Takt halten kannst. Ja, tatsächlich, ja, genau. So ging es dann los. Sehr geil. Und dann habe ich ein paar Jahre vor mich hingespielt und ich habe immer den Punkt gehabt, wenn ich was Schweres hinbekomme, dann wird mir das Einfache viel leichter fallen. Und tatsächlich war es so, ich habe dann auf der Konsole angefangen,
mit so Slayer-Sachen und Metallica-Sachen zu spielen. Und das war dann geil. Das war wirklich geil. Und habe ich mir gedacht... Ja, also wir haben damals, haben uns immer getroffen mit ein paar Freunden und so. Und dann hatten wir dann immer so zwei Gitarren und dann hatten wir halt Schlagzeug. Und dann haben wir dann halt quasi so wie als eine Band gespielt. Und da haben wir dann halt gesehen, dass das Schlagzeug eigentlich voll gut war, ne? So zum Spielen und so Takt halten und sowas. Und das war jetzt nicht, also es war nicht schlecht eigentlich, ne? Tatsächlich, ja, also stimmt schon. Vor allem, also ich persönlich finde ja, dass so Sachen wie Slayer und Metallica auf dem Schlagzeug nach wie vor immer noch einfacher zu spielen sind, weil das quasi nur schnell ist, als irgendwie technisch jetzt so wie im Jazz mit ihren 7/8, 9/8 und Tempowechsel und Dynamik und allem. Bei Metal, es muss schnell sein und draufhauen. So. Definitiv. Und das hat natürlich auch enorme Anforderungen an den Schlagzeuger. Aber ich finde es persönlich einfacher zu spielen, auch bei der Gitarre. Also Metallica spiele ich mittlerweile super easy auf der Gitarre runter, während ich immer noch meine Probleme mit so Jazz-Akkorden oder Devin Townsend-mäßigen 9er, 7er Akkorden habe. Er haut total. Devin Townsend einfach mal raus, ja. Sehr geil. Aber tatsächlich ist das so, ne? Und ich sag auch immer im Unterricht, damals war Metallica echt Maß aller Dinge, ne? Wenn jemand auf sich was halten wollte, so zu meiner Zeit, ich bin jetzt 38, ne? So vor knapp, ja, 20 Jahren, da war das so, du musstest Metallica und Master of Puppets zum Beispiel, One und so, die ganzen schnellen Sachen. Und daran hat man so deine Schnelligkeit und Qualität ausgemacht. Und heutzutage ist das einfach Standard, ne? Spielen so... Keine Ahnung, 8-Jährige bei YouTube spielen dann nach und denken. Ja, genau. Ne? Und dieser Standard. Aber halt damals, 2013, als wir angefangen haben, was hatten wir da nochmal im Unterricht gemacht? Auch Metallica, glaube ich, auch Master of Puppets, kann das sein? Ich meine, es war Master of Puppets sogar. Ja, es war Master of Puppets, genau. Wir hatten das Downpicking-Thema bei Master of Puppets, was ich tatsächlich bis heute immer noch nicht hinbekomme. Ich schlängel mich vorbei. Also ich habe Creeping Death, habe ich gar kein Problem. Das klappt auch noch 20 Beats schneller, wenn es sein muss. Aber Master of Puppets, das will immer noch nicht rein. Es ist, ja, ich hab einen anderen Webcam-Schüler, ne? Hat Familie, drei Kinder und sowas und setzt sich immer abends dann hin, ne? Und macht so 3-4 Mal die Woche was, ne? Und der ist auch seit Jahren am Master of Puppets, kommt nicht über diese 80-85% raus, ne? Und wir haben schon alles versucht, dann ist einfach, ne? Und das meinte ich halt, das war damals Maß aller Dinge, das Ding halt mit dem Studio mitzuspielen oder jetzt heutzutage bei YouTube gibt's halt die Live-Auftritte, wo die das Ding auch immer nochmal 10% schneller spielen, ne? Absoluter Wahnsinn, ja, das was ist die... Ja, total, das ist total irre. Das ist schon krass. Das habe ich auch tatsächlich mal gesehen, dieses Dragon Force Through the Fire and Flames und dann irgendwie auf 150%, wo ich mir dann, ich krieg's nicht mal auf 100% hin und dann kommen die her und hauen da 150% raus und so, was? Genau, ja. Und wie bist du denn zum Klavierspielen gekommen und dieses Filmscoring und so? Tatsächlich, das war ziemlich cool. Das war die Überleitung. Gutes Stichwort. Ich habe, als ich dann Schlagzeug gespielt habe und das hatte, habe ich mir irgendwann eine Gitarre daneben gekauft, weil ich mir gedacht habe, naja, schwieriger als auf der Konsole kann es ja auch nicht sein. Nur, dass es halt im Prinzip 6 Saiten hast und nicht nur einen Button, wo du drücken musst. Ja. Und das, also grundsätzlich, da hat es dann angefangen. Da habe ich dann die 2 Instrumente gehabt und irgendwann, tatsächlich beim Spielen, also ich zock auch nebenher ein bisschen, und beim Zocken von Call of Duty tatsächlich. Jetzt hat er sich geoutet. Ja, genau, tatsächlich. Ich zock das auch. Und es ist kurzweilig. Genau, ja, gut. Meistens immer so nur von kurzer Dauer. Und beim Zocken war es dann tatsächlich, ich habe diesen Soundtrack gehört, der im Hintergrund gelaufen ist und dachte mir, was für ein wahnsinns geiler Track. Also wie genial. Was genau hat dieser Soundtrack jetzt damit zu tun, wie er dich in diese Lage reinbringt? Also man sitzt am PC, man spielt und auf einmal kommt dieser mächtige Soundtrack ums Ohr und man fühlt sich wirklich, als wäre man gerade der mächtigste der Welt. War das und dann der Hans Zimmer Call of Duty? Das danach tatsächlich. Das Hans Zimmer war Modern Warfare 2, glaube ich. Und danach kam das Brian Tyler Modern Warfare und das habe ich zuerst gehört, das war Modern Warfare 3 und da habe ich mir gedacht, ich muss mir diese CD anhören und hab mir die CD angehört und tatsächlich, ich habe mir das angehört und war sofort, ich muss das auch machen, also ich will das machen, ich will rausfinden, was genau steckt da dahinter und da ist es losgegangen und tatsächlich, wo du es ansprichst, das Hans Zimmer Modern Warfare, bis heute gefällt mir das gar nicht.
Also ich mag auch den Soundtrack nicht. Also ich finde, Hans Zimmer macht geile Action-Soundtracks, aber das hat er also nicht hundertprozentig hinbekommen. Also mich hat das damals tatsächlich, als ich das gespielt habe, dann habe ich das im Nachhinein erfahren und dachte mir so, okay, das hätte jetzt aber auch irgendjemand anders 0:15, ne? Das war halt klar mit den Horns und sowas, ne? Aber ja, ne, wenn man sich so ein paar andere Sachen anguckt, was für geniale Soundtracks er kreiert hat, ne, das stimmt schon. Aber tatsächlich eine kleine Anekdote bei mir aus dem Schulunterricht. Ich mache halt mit meinen Sechsern, machen wir klassische Musik und dann aber auch dann diese Brücke zur, zu Orchestermusik in der heutigen Zeit und nehmen dann halt auch sehr, sehr gerne dann einfach Film-Soundtracks und auch Gaming-Soundtracks. Und dann mache ich immer ganz gerne, dass ich denen das so abspiele, ohne dass sie sehen, was es ist. Und dann sage ich so, ja, jetzt ratet mal, ist das ein Komponist aus der jetzigen Zeit von vor 50 Jahren oder vielleicht aus der Klassik oder sowas, ne, und dann überlegen, ja, das ist doch Beethoven und so, sag ich, nein, das ist auch von heute und vielleicht wisst ihr ja, woher das ist und dann so, ne, keine Ahnung, sag ich, das ist von Call of Duty. Was? Hab ich gespielt und so, dürfen die eigentlich nicht spielen, ne, aber die sind dann so total baff, dass sowas in den Spielen drin ist. Deswegen finde ich da deine Geschichte total cool, dass du das auch wahrgenommen hast, ne, dass du sagst, ey, tatsächlich, die Musik, ne, die leitet mich gerade so und die kann diese Stimmung halt hervorrufen, ne? Eben, richtig. Und das ist was, wo ich auch ganz viele Komponistenkollegen tatsächlich auch noch sagen. Es wird, also unabsichtlich, aber man schenkt der Musik manchmal zu wenig Bedeutung. In ganz vielen Hollywood-Blockbustern, Spielen oder sowas, da ist gerade die Battlefield-Reihe bei EA ganz beliebtes Beispiel, weil EA stellenweise Titel rausbringt, die wirklich mistig sind, aber die Musik, die wird so viel Geld reingepumpt, die reißt es komplett rum und die ist dann letztendlich das, was dieses Spiel wirklich noch geiler macht. Mhm, und definitiv, ja. Häufig merkt man das gar nicht. Also auch gerade bei Filmen, die jetzt nicht unbedingt Hollywood Avengers oder sowas sind, sondern im Prinzip etwas kleinere Budgets haben, muss der Soundtrack trotzdem enorm geil sein, damit es zum Film passt. Aber es wird halt im Prinzip in den Hintergrund gemischt und man hört es als normaler Nichtmusiker fast gar nicht raus. Man achtet da auch gar nicht drauf. Also du hast einen YouTube-Kanal und beziehungsweise du bist ja auch auf Insta sehr, sehr aktiv. Alles halt englischsprachig, finde ich sehr cool. Wir gehen da einmal drauf. Ich mache einmal hier den Bildschirm, gebe ich frei. Und ja, das ist hier dein YouTube-Kanal, Johannes Riedel und Musician, Composer and Mixer. Und wenn man sich jetzt hier das schon mal so anschaut, das sind dann hier immer so einzelne Tracks, ne, zu genau, richtig, ja. Mhm. Hier Horror und Intense oder hier 80er Jahre steht zurzeit auch wieder voll auf dieses Synthwave-Zeug und so, super geil. Das ist total, gerade dieser Track, das ist total krass, weil ich weder die 80er mitgenommen habe, noch wirklich sehr stark die Musik davon gehört habe, aber irgendwie hatte ich dieses ich will da jetzt was machen und habe von allen Leuten, die aus der Zeit kommen, die haben wirklich gesagt, oh, das klingt total, als wäre es von dort und ich saß dann da mir gedacht, klingt es wie früher? Ich weiß es nicht, ich habe keine Referenz dazu. Ja. Aber die Leute haben es gefeiert, also war es wohl richtig. Und machst auch kleine Tutorials, ne? Genau. Hier hast du dann zum Beispiel halt, ne, dann, dass du das erklärst, wie du das machst. Oh, gucken hier. Na komm. YouTube, genau. gib alles da, ne? Ziemlich geil, extrem cool. Und ich habe mir das schon zwei, dreimal angeguckt bei dir. Das ist einfach super professionell. Also ich finde es echt gut gemacht. Ja, und vor allen Dingen auch, du bist ja auch technisch gut ausgestattet, ne? Tatsächlich kam jetzt im Prinzip hinzu, dass ich auch versuche, jetzt regelmäßig bei Twitch zu streamen. Da wird dann natürlich kein Bild dazu auftauchen, weil natürlich die Bilder, wenn man einen Film macht, sind im Prinzip unterliegen einer gewissen Verschwiegenheitserklärung. Yeah. Aber einfach nur das ganz normale Songwriting, wenn ich mich hinsetze und im Prinzip einen Track mache, habe ich gemerkt, das ist auch ziemlich interessant für die Leute. Und seitdem bin ich dann auch auf Twitch mit solchen Tutorials und Erklärvideos aktiv. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich habe es mir ein bisschen reingezogen, ne? Und du erklärst ja auch hier wirklich, ne, welche Plugins du benutzt und die Szene genau da unten, da ist dann hier das Bild dabei und wie man das dann da unterstützt, mega gut. Ist halt eine ganz eigene Sparte einfach. Ne? Tatsächlich, ja. Finde ich richtig, richtig cool. Du bist auch eigentlich fast der Einzige, den ich da kenne, der da in diese Richtung so gut unterwegs ist. Ne? Ich kenne immer mal ein paar Leute, die halt so ein bisschen rumspielen am Rechner und sowas, aber da, so wirklich dieses Filmscoring,
ist richtig cool, wirklich. Echt super. Danke. Und ja, was würdest du so unseren Zuschauern eventuell noch so als Tipp geben, so vielleicht nicht so in dem Bereich Filmscoring, sondern so generell Musik, Musik lernen, Instrumente lernen? Im Prinzip ist es ein sehr guter Punkt, weil ich auch in deiner Gruppe aktiv bin und auch sehe, dass Schüler oder Gitarreninteressierte immer wieder Videos posten, wie sie neue Sachen gelernt haben. Und ich finde es auch sehr, sehr gut, dass man das teilt. Ich sag mal, einer der wichtigsten Tipps, man sollte sich an der Community anschließen und grundsätzlich mit anderen im Prinzip versuchen, weiterzukommen. Also gerade Christian hat ja eine enorm gute Facebook-Gruppe, wo er selber aktiv ist, Tabs oder Noten reinsetzt und man im Prinzip auch Videos von sich selbst hochladen kann, wie man was spielt und dann andere im Prinzip einem erklären, achte mal auf deinen Fingersatz oder dergleichen. Und das ist enorm hilfreich, weil wenn man ein Instrument spielt, ich kenne das, man versucht selber für sich selbst immer persönlich so gut wie möglich mit dem Instrument zu sein. Und es ist enorm hilfreich, wenn man sagt, okay, ich frage jetzt mal andere. Weil es ist im Prinzip nicht böse gemeint, wenn ich mich einer Community anschließe und sage, was mache ich falsch? Und jemand wie Christian schaut sich das an und sagt, hier, du hast müsstest mal im Prinzip deinen kleinen Finger anders setzen, dann kannst du den Akkord einfacher greifen. Wenn einem das niemand sagt, dann kommt man im Prinzip auch nicht drauf. Also Communities sind sehr, sehr, sehr stark mit dabei. Die können einen sehr stark unterstützen. Ja, definitiv. Sage ich auch eigentlich immer zu meinen Schülern, dass man dieses ganz alleine auf der Couch immer so ein bisschen Musik machen, Gitarre spielen und so ist auf jeden Fall cool, aber dieser richtige Prozess kommt dann halt durch den Austauschprozess mit anderen Musikern. Egal, ob es jetzt einfach nur man sagt, hey, ein Kumpel kommt vorbei, man spielt dann zusammen oder man kennt vielleicht einen Schlagzeuger, mit dem man dann zusammenarbeitet, ne, oder halt genau. Einfach, dass man tatsächlich sich einfach austauscht, ne, in Foren und so ist mega wichtig, sich halt Feedback holt und ja, tatsächlich mal die Facebook-Gruppe von mir bzw. uns ist wirklich gut drauf. Man hat ja auch immer so ein bisschen so, ach, diese Hemmschwelle, dass man sagt, okay, ne, jetzt poste ich was und irgendwie die anderen posten immer nur so gute Videos. Da gibt es tatsächlich andere Gruppen, wo dann auch dann die Stimmung nicht ganz so gut ist, aber ne, bei uns ist das echt, echt super, sehr unterstützend und sehr, sehr, sehr wohlwollend auf jeden Fall. Ne? Und wenn man am Instrument einen Fehler macht, ne, sage ich immer, man macht das nicht extra, sondern man macht es ja, weil man eventuell nicht so weit ist und man will ja sicher Feedback holen, wie man sich verbessern kann. Aber wenn man dann Feedback kriegt, ne, so sind ja auch manchmal einige Lehrer drauf, die sagen, ja, das ist aber viel zu schlecht und da muss einfach nochmal mehr üben. Aber das ist meistens kein Tipp, den die Leute richtig gut umsetzen können. Ne? Und, eben, und viele haben dann auch tatsächlich auch, sie haben Angst davor, weil das ist das, was dir im Kopf sitzt, dass man Angst hat, dass man sagt, man holt sich Feedback ein oder man will sich Feedback einholen und man befürchtet dann, dass auf der anderen Seite jemand sitzt, der sagt, oh, das klingt aber richtig schlecht. Und ich habe das wirklich sehr, sehr, sehr selten erlebt tatsächlich. Man hat diese Angst, aber im Prinzip ist sie unbegründet. Also wenn man in einer herzlichen Umgebung ist, dann kommt es praktisch eigentlich nicht vor. Ja, genau. Ich selber auf dem Klavier bin jetzt auch nicht der größte Beethoven oder sowas und wenn ich in den Composer-Communities bin und mir angucke, wie dann Leute, also jetzt ganz blöd gesagt, wie John Williams, der ja Pianist war, wie der spielt, könnte ich mir sagen, warum soll ich überhaupt anfangen, mich damit auseinanderzusetzen? Ja. Aber allein dieses in der Community sein, angucken, weitermachen, ja, und das bringt einen selber nach vorne und sagt, ich probiere ein bisschen mehr, ich bleib da dran. Definitiv. Und wenn ich dennoch mal was hochlade, dann sind die Resonanzen positiv. Es hat noch niemand gesagt, es klingt schlecht oder so. Genau. Weil wir vorhin ein Thema Hans Zimmer noch hatten, so als Abschluss. Bei Hans Zimmer ist es ja, dass er so einer der wenigen ist, der nicht Musik studiert hat. Und du hast ja auch keine Musik studiert. Und bist dann trotzdem, wenn man sich deine Songs anhört, die sind wirklich hochqualitativ. Das muss man einfach sagen. Und man könnte, wenn man das jetzt einfach mal so hört, könnte man nicht unterscheiden, ist das jetzt ein studierter Composer oder jemand, der das nur so, was heißt hobbymäßig? Du machst es ja nicht hobbymäßig, aber du lebst ja jetzt auch nicht von. Du hast einen ganz normalen Job und machst es halt nebenbei sehr, sehr emotioniert. Ne? Richtig. Also im Prinzip tatsächlich, viele denken, das Musikstudium muss irgendwie da sein, man muss es studieren. Ich finde, wenn man seine Zeit wirklich nutzt und sagt, ich mache es als Hobby, dann ist man sowieso produktiver, als wenn man studieren muss. Weil irgendwann kommt der Punkt, an dem ich mir denke, ich lerne in der Schule Sachen, die ich vielleicht gar nicht will oder brauche. Wenn ich Gitarre spielen will und Gitarre lernen, lerne ich auch, wie Schwingungslehre funktioniert. Aber ich will eigentlich Gitarre spielen. Und dementsprechend, das ist halt das Thema. Und wenn ich dann
einfach mich hinsetze und spiele Gitarre so viel ich kann, dann kommt der Prozess von alleine. Ja, genau. Ne? Deswegen, ja, liebe Leute, ich hoffe, dass ihr einen kleinen Einblick von Johannes bekommen habt und geht bitte auf seinen YouTube-Kanal, ja, und abonniert ihn. Ist ein richtig cooler Typ und schaut euch mal die Videos an und so. Es macht wirklich super Spaß, da so ein bisschen durchzugehen und sich einfach dieses Facettenreiche sich anzuschauen und auch halt die Tutorials. Bei Insta bist du voll aktiv und du sagtest ja auch einen Twitch-Account hast du auch, ne? Genau. Und supportet ihn da bitte. Er hat es auf jeden Fall verdient, ist einer von den Guten. Danke. Gut, super. Ja, dann hast du noch ein Schlusswort? Bleibt auf jeden Fall bei der Musik. Das ist das Einzige, was über Jahre lang erhalten bleiben kann, tatsächlich. Wenn man 20 Jahre zurückblickt und wenn man seit 20 Jahren Gitarre spielt, keine Leidenschaft, die ich kenne, hält so lange an wie Musik. Bei Leuten, die 80 sind und seit einem halben Leben Gitarre spielen, man liebt es einfach. Genau. Man definiert sich darüber, man hat da so die Persönlichkeit ist damit dann verbunden. Das sage ich auch immer meinen Kindern in der Schule. Musik ist nicht das wichtigste Fach, aber ihr werdet immer mit Musik zu tun haben. Ja. Kein Mensch setzt sich hin und macht irgendwelche Matheaufgaben, außer diese komischen Freaks, aber sondern jeder hört halt Musik, definiert sich damit, definiert darüber. Du kannst auch genau sagen, ey, das war das Call of Duty, was mich dazu gebracht hat und diese Stimmung und so. Und ich denke, vielleicht, wenn du es nochmal zocken willst, kommen diese Gefühle einfach hoch und das hat man einfach Musik verbindet. Ne? Und ja, total. Ja, auf jeden Fall. Cooles Statement. Super. Johannes, vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass wir das Interview mit dir machen durften und ja. Danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Tschüss.